So, und jetzt sind sie bei mir, eigentlich die Saurier überhaupt, weil die existieren schon so lange in der Musikbranche und immer halten sie sich. Die Sparks! Hi! Hello. Welcome. Hello. Thank you. Russell? Russell, yes, yeah. That's and Ron cool. Mayer. Okay. Wisst ihr eigentlich, dass ihr... Dinosaurs? Dinosaurier? Ist aber lieb gemeint. Also, vor allen Dingen, weil... Oh, thank you. Okay. Ja, okay, na gut. Vor allen Dingen, weil ihr mich, glaube ich, so auch so ein bisschen indirekt beeinflusst habt, weil ich bin mit den Pet Shop Boys aufgewachsen und die sagen ja auch, dass ihr sie total beeinflusst hättet, die Sparks als große Vorbilder betiteln die ja. Yeah, actually, yeah, no, that's really nice, because there's ja, das ist wirklich nett, das zu sagen, denn es gibt ja viele englische Bands, die ja so ein bisschen von uns beeinflusst wurden und die das dann auch so gesagt haben. Also es ist schon sehr nett, das zu hören, muss ich sagen. Denn es ist schon schön, wenn andere auch etwas daraus ziehen können, was man selbst macht. Vor allen Dingen, ihr habt ja dann die Vorbildfunktion eigentlich und darauf könnt ihr auch stolz sein, dass ihr dann was erreicht habt. Okay, da ist die Botschaft ist von anderen jetzt aufgenommen worden. Unsere Idee von der Musik. Yeah, no, it's really flattering. Ja, genau, also es ist schon sehr schmeichelnd, dass das, was man jetzt im Musikbusiness gemacht hat, dass das auch von anderen anerkannt wird. Denn wenn man sonst arbeitet, dann hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, dass man das so viel anerkennt, die Bands, die dann so eine Musik machen. Und dass man dann in so einer Position ist, das ist schon schön, so ein Feedback zu bekommen. Genau. Und Saurier hatte ich eben gesagt, weil es gibt ja euch schon so lange. Also da war ich noch gar nicht geboren. In den 70ern, so 72, hattet ihr, glaube ich, auch einen ersten großen Hit. Und noch immer, When Do I Get to Sing My Way, ist bei uns auch total in die Charts gekommen. Platz 5, 4, 3. Yeah, well, it's a strange situation. Ja, genau, das ist schon eine merkwürdige Situation. Denn dass wir jetzt schon so viele Alben auch herausgebracht haben als Sparks. Denn es gibt nicht ganz so viele Bands, die über Generationen hinweg, sagen wir jetzt mal, auch dann erfolgreich arbeiten. Und viele sind dann einfach aus dem Musikbusiness ausgestiegen. Und wir hatten eben das Glück, dass wir erfolgreich waren und mit unserer Karriere immer weitermachen konnten. Ihr habt durchgehalten. Aber jetzt zurück nochmal zu den ganz zu den Anfängen, zu den Wurzeln. Wie hat alles angefangen? Wie habt ihr euch getroffen? Ihr seid ja Brüder, aber seid ihr auf die Idee gekommen, dann so ein Projekt zusammen zu starten? Well, originally we were in two separate bands. Tja, also ursprünglich waren wir eigentlich in zwei unterschiedlichen Bands. Aber dann haben wir uns gedacht, dass es eigentlich eine bessere Möglichkeit für uns beiden ist, wenn wir zusammenarbeiten, gemeinsam stark sein, so nach dem Motto. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und ihr seid also ein merkwürdiges Brüderpaar, kann man beinahe sagen, weil ihr so beide Extreme so ein bisschen verkörpert. Also er ist mehr so der kalte Typ, der hinter dem Keyboard steht und so ein bisschen Charlie Chaplin, so ein bisschen Witz, aber innerhalb, so ein bisschen trockener Witz, vielleicht kann ich sagen. Und du bist dann mehr so Teenie-Held, dass du nach vorne gegangen bist. Ich habe ja auch diese Single und den Clip gesehen zu Whenever I Get to Sing My Way. Er hat komponiert und du hast ihm dann das Blatt entrissen und hast dann angefangen zu singen. Also kann man so eure Entwicklung so ein bisschen auch so beschreiben, dass du mehr der Präsentator warst und du mehr so im Hintergrund gearbeitet hast. Yeah, well, in real life it's actually not that. Also im wirklichen Leben ist das eigentlich nicht so sehr unterschiedlich, wie es jetzt im Video rüberkommt. Also ist jetzt vielleicht etwas übertrieben dargestellt im Video natürlich, aber ich bin schon mehr nach außen hin gerichtet. Translation? Persecuted? Do you all understand that word? Ich glaube, das haben Sie verstanden. Können wir das Wort nochmal haben? Also, hier wird nochmal das Wort verlangt. Er ist eher nach innen gekehrt, sagen wir mal so. Genau, so nach innen. Und du bist dann mehr der extrovertierte Typ, ne? Also, ihr ergänzt euch prima. Yeah, und draußen unsere Zuschauer scheinen euch zu lieben. Weil, guck mal hier, was wir Faxe schon angekommen sind. Das müssen wir jetzt einfach aufdecken. Ja. Tue ich das mal an, das Fax? Sexy. Sexy. Die Sparks. Wo ist denn dieses Foto entstanden? Woher ist das? Well, actually, this is
an embarrassing photo. Also eigentlich ist das hier ein eher peinliches Foto. Das wurde in London aufgenommen und es gibt auch ein Buch, das man zumindest in England kaufen kann und anscheinend ist es auch in Deutschland bekannt, denn das Fax hier kommt aus Hamburg. Dieses Buch heißt Popstars in ihren Unterhosen und ja, es sind eben ganz viele Popstars da drin und die posieren dann halt vor der Kamera in der Unterwäsche. Und jetzt möchte sie auch wissen, ob wir auch 1996 in unseren Unterhosen posieren. Also, okay, hier kommt 1996. Also 1996. Thank you, thank you. That's all. Und, you have to buy the book now to get more. Also um mehr zu sehen, müsst ihr das Buch Geld kaufen. Kriegst du das nicht? Das hast du wirklich freiwillig gemacht. Also das hat dich keiner dazu gedrängt. Okay. If you have us on the show again, then you can. Also gut, wenn ihr vielleicht uns nochmal einladet, dann wäre das schon okay so. Okay, diesmal nächstes Mal müsst ihr das Buch dann mitbringen. Die Sparks nackend in irgendwelchen Büchern. Okay, vielleicht gibt es da noch mehr, ja? We promise. So, ihr seid jetzt, glaube ich, genügend neugierig geworden auf die Sparks. Habt eine Menge Fragen, zum Beispiel. Wird er auch seine Hose runterlassen? Wer weiß? Ruft einfach an unter 0221 9564 70. Noch besser. Und stellt irgendwelche Fragen und natürlich könnt ihr auch was abzocken hier. Das Album ist dabei. Ah, ich dachte schon, du wolltest die Nummer von unserem Hotel geben. Sollen wir es gleich machen? Dann so zum Rausgehen, ja? Damit die sich dann alle auf den Weg machen. Sonst bleiben die ja nicht mehr dran, sonst fangen die an, zum Hotel zu tigern. Okay, gucken wir uns den aktuellsten Clip von euch an. Okay. Pass auf, hier sind die Sparks. Now I own the BBC. What was I think? Hey, angenehmer Clip. Seid ihr größenwahnsinnig geworden oder warum sagt ihr, jetzt will ich sogar eine Fernsehstation besetzen, BBC? Oder was hat es damit auf sich? Well, it's sort of a fantasy. It's a dream. Nein, das ist ja mehr so ein Traum von uns, dass wir eine Organisation in dieser Art übernehmen können. Dass wir dann die Sparks als Sparks ein Programm herausbringen und so. Gut. Programm, Programm, Programm. Gutes Stichwort. Euer Programm ist angesagt, denn jetzt könnt ihr die Sparks ausquetschen. Und ich will hoffen, die Tattoo-Frage ist dabei. Hallihallo, wen habe ich in der Leitung? Hallo, hier ist Johanna aus Heidelberg. Johanna, ich grüße dich. Und du willst doch Ihnen bestimmt was fragen. Ja, also ich wollte fragen, was Sie privat für Musik hören. Keine Tattoos. Aber auch gute Frage. Well, I like a lot of easy listening things. Also ich mag sehr gerne leicht verdauliche Musik, aber auch so extreme Musik. Und wir sind halt sehr glücklich, dass wir hier in Deutschland sehr viel Erfolg hatten und so haben wir sehr viel Dance Music hier aus Deutschland mit rübergenommen nach Amerika. Privat, im privaten Bereich, man kann ja eure Musik so ein bisschen beschreiben als schräger Pop. Und also da werdet ihr auch, gibt's da eine Band, die euch beeinflusst hat? Also von den CDs, die ihr auch hört. We always tried to steal from other people and we were so unsuccessful. Klar, wir versuchen immer von anderen zu klauen, denn erst waren wir nicht so erfolgreich und dann mussten wir von anderen Bands klauen, wie von den Kings oder von The Who. Aber das Wichtige so für eine Band ist ja eben, dass man selbst das gut kopieren kann oder dann erfolgreich ist. Unfortunate to turn to this, perhaps. Okay, Frage beantwortet. Ja. Ja, du kriegst das ganze Paket, hier die Single, das Album und viel Spaß damit, ne? Ja, danke. Congratulations. Soll ich jetzt dranbleiben? Ja, bleib dran und die werden das dann klären, ja? Ja, okay, danke. Ich mach die Redaktion. Ciao. Okay. Nächster Anrufer, hallihallo, wen habe ich da? Hallo, ist die Lucy aus Bochum. Lucy. Du willst ihn doch bestimmt was fragen, oder? Ja, ich wollte fragen, wer von den beiden die Lieder schreibt. This guy does most der Typ of the work. Hier schreibt die meiste Arbeit. Ich bin schuldig. Photos, ich zeige einfach nur meine Unterhosen für Fotozwecke. Genau, er ist eigentlich nur das Gesicht oder der Mund der Band. Kann man sagen. Er ist der kreative Input. Okay? Ja, okay. Gut, du kriegst auch CD und Single, ne? Okay, das Album, danke. Ja? Geht an dich. Ciao. Super, tschüss. Ich bleib auch Bye. Dran. So, noch einen lass mal rein. Komm. Wen haben wir denn da? Hallihallo. Der Markus. Und ich will jetzt mal hoffen, da kommt diese Frage mit den Tattoos. Hallihallo. Du willst ihn doch bestimmt was fragen? Oh. Ja, wann die neue Single rauskommt?
Die wollen deine Tattoos nicht sehen. Hast du noch schwer gehabt? Wasn't that question? Ah, nochmal Glück gehabt. Also wir arbeiten noch an einem neuen Album. Going to be reworkings of a lot of our songs. Und sehr viele von unseren Songs werden dann nochmal wieder aufgearbeitet, also von den verschiedenen Perioden. Denn das jüngere Publikum kennt ja die alten Sparks nicht so sehr und deshalb wollen wir diese Stücke nochmal überarbeiten. Und jetzt haben wir so zwei Drittel der Arbeit geschafft. Und in der nächsten Woche werden wir wieder nach Los Angeles gehen und dann werden wir das Album beenden und dann im Sommer wird es hoffentlich rauskommen. Okay, ich glaube, die Frage ist reichend beantwortet, ne? Ja. Hinlänglich. Okay, wenn das neue Album rauskommt mit den alten Spark-Songs, dann holst du sie einfach. Aber in der Zwischenzeit kannst du die Zeit hier mit dem neuen Album vertreiben und mit der Single Now That I Own the BBC. Ne? Geht an dich. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ihr steckt voll in Arbeit und das heißt also, wir können euch in nächster Zeit, so nächsten paar Monaten nicht auf Tour erleben, hier in Germany. Also eigentlich werden wir wahrscheinlich ein paar Festivals hier in Deutschland geben, und zwar im Sommer. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, das neue Album fertigzustellen. Und wir wollen nämlich keine zu große Lücke zwischen der Single und der nächsten. Aber wir planen auf jeden Fall live nach Deutschland zu kommen. Ich zähle drauf. Also ich werde, glaube ich, vorbeikommen. Okay. Und mal gucken, wen ihr denn noch mitschleppt, so als Support-Act. Ist ja auch immer ganz spannend, ne? Ja. Yeah. Okay, noch alles Gute für die Zukunft, ne? Macht's gut, hat mich sehr gefreut. Und braucht ihr immer, ihr wolltet ja noch die Adresse von dem Hotel oder den Namen verraten. Wollt ihr das schon? Oh, okay, jetzt, yes, ja. Also wir werden in der Stadt bleiben, in der Viva ausgestrahlt wird. Also wenn ihr daran interessiert seid oder wenn ihr euch das interessiert hier, wir werden hier sein. Und wenn euch das interessiert, dann seid ihr echt krank. Obwohl. Naja, da ist der Body ein bisschen gestellter, aber ich habe auch dieses Problem mit den Hanteln, da muss man ein bisschen trainieren, damit da irgendwas rauskommt, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Und okay, ich bedanke mich bei euch und dann braucht ihr immer so einen kleinen Trailer, um rauszukommen, ja? So einen Höhepunkt am Ende des Interviews. Vielleicht kann ich da jetzt das Video einfach anmoderieren und du zeigst dein Tattoo, ja? Ich sage jetzt, das war's, das waren die Sparks. Perhaps. Und wir gucken uns jetzt vielleicht ein Video an. Du hast noch Zeit, also wenn du es zeigen willst, ne? Zeit hast du noch, 10 Sekunden. Okay. Hier kommt das Video, die Sparks mit When Do I Get to Sing My Way. Dann eben nicht. Tschö. There's my tattoo.